Dach, Boden oder Garagentor. All das und noch vieles mehr kann bei einer alten Garage modernisiert werden. Das optische Highlight ist dabei ganz klar das Tor. Wurde in der Vergangenheit noch ein Schwingtor eingebaut, so verwendet man heutzutage eher Sektionaltore. Denn die laufen ruhiger, sind optisch anspruchsvoller und lassen mehr Oberflächengestaltung zu. Auch die Antriebstechnik bietet inzwischen höchsten Komfort. Der Handsender ist das Klassische. Wir haben den Funkcode-Taster in der Garage oder an der Garage, wo man das Tor über einen Code steuern kann und kann den Befehl an den Torantrieb absetzen. Oder dann gibt es natürlich auch die Fingerprint oder Fingerleser, mit denen man das Tor bedienen kann. Auch Schlüsselschalter können noch installiert werden. Die Tendenz geht aber klar in Richtung ferngesteuerten Torantrieb und Funkcode-Taster. Eine Garage ist ein ungedämmter Baukörper, der durch Temperaturdifferenzen zwischen Außen und Innen an der Oberfläche schwitzen kann. Eine Lüftungssektion kann da Abhilfe schaffen, heißt, die oberste Sektion des Garagentors wird abgeklappt, das Tor bleibt aber trotzdem am Boden stehen. So können keine ungeliebten Tiere in die Garage eindringen, trotzdem ist die Lüftung von vorne bis hinten zu den Lüftungsöffnungen gesichert. Dem Temperaturunterschied und auch dem Schwitzen wird so optimal entgegengewirkt. An der Modernisierung, sage ich immer so, hat der Kunde eigentlich den Grundbedarf übers Dach. Der hat irgendein Problem, die Garage ist 25 Jahre alt. Und dann schaut man sich miteinander die Gegebenheiten an und legt dann fest, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, welche Abdichtung kommt hier in Frage. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Bulldach-Montage, das heißt, wir führen über ein Trapezblech das Wasser ab. Oder wir bleiben bei der klassischen Flachdach-Abdichtung, wie man es auch bei der neuen hat, dass man mit Bitumenschweißbahnen arbeiten oder mit der Kunststoffbahn. Durch verschiedene Witterungseinflüsse kann die Dachbeschichtung nach vielen Jahren undicht werden, weshalb die richtige Beratung unabdingbar ist. Denn das Dach trägt den größten Teil zum Werterhalt der Garage bei und muss noch dazu viel aushalten. Ähnlich sieht das beim Garagenboden aus. Bei dem Boden ist es so, dass der Kunde, sag ich mal hier, vielleicht den technischen Bedarf hat. Der Boden ist ja durch das, dass Frost-Tausalz-Einwirkungen sind, das Wasser, was man übers Auto einträgt, letztendlich den Boden auch über die Jahre beschädigt hat, dass man den Boden wieder erstmal technisch in Ordnung bringen muss. Meistens fängt es an vorne beim Schwellenbereich, dass wir hier Abplatzungen oder Beschädigungen haben. Die müssen klassisch mit der Betonsanierung instand gesetzt werden. Und abschließend kann man sich natürlich dann jederzeit darüber unterhalten, wenn man auch am Boden ein Highlight setzen will, dass man sagt, am Boden wird abschließend vielleicht noch eine Bodenbeschichtung aufgebracht, sodass man auch hier Optik mit einfließen lässt. Egal also, ob Fassade, Innenraum, Dach, Tor oder Boden, bei der Garagenmodernisierung gibt es keine Grenzen und Trend ist eh, was gefällt und für die eigenen Bedürfnisse am praktischsten ist.